So, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde mit unserem Priester. Ich habe am Deck jetzt noch nichts direkt dran geändert. Ich weiß, ich erzähle schon die letzten paar Folgen, was ich immer wieder machen werde. Ich habe allerdings noch nicht daran gearbeitet. Ich überlege immer noch, was man schöner machen kann, beziehungsweise Sieg oder Tod. Möchte das einfach, Licht wird den Sieg ja, bringen. Ja, jetzt red mal fertig hier. Ich möchte einfach noch eine zweite Lichtbrut vielleicht auch noch haben. Gut, unsere Starthand sieht nicht schlecht aus. Heilige Nova lassen wir weg. Was haben wir denn als Gegner? Ah, ein Krieger. Okay, den buffen mit hier mit. Dann lassen wir das mal. Und wir bekommen auch noch einen Feendrachen. Das ist schön. Das heißt, wir können erste Runde aussitzen. Zweite vielleicht einen Feendrachen. Ja, da kommt natürlich hier was Ekliges. Den müssen wir natürlich wegnehmen. Der macht uns nur Ärger. Dann hauen wir den gleich weg. Schauen jetzt, was er in Runde 2 macht. Krieger ist natürlich, Feendrache bringt da nicht viel. Wenn er eine Waffe anlegt, kann er trotzdem angreifen. Und als nächstes kommt ein Parawolf Alpha. Okay, den wird er wahrscheinlich nicht gleich opfern. Das war's. Aber wir schauen mal, was er macht. Wird er drauf gehen, wird er nicht drauf gehen? Okay, er gibt sich selber 4 Angriff. Ah, und der hält ihn. Gut, praktisch. Wir können ihn jetzt ausspielen. Und warten einfach mal, was er macht. Wird er direkt angreifen? Für den Kriegsgeschehen! Nur ekelhaftes Zeug. Gut, der hat 5 Schaden. Das heißt, wir nehmen ihn weg. Bleibt uns nichts anderes übrig und buffen ihn ein bisschen. So. Einmal. Und mehr Schmerzen. So, nächste Runde können wir. Was spielt er jetzt? Nächste Runde können wir eine heilige Nova machen. Ja, das wird eine heilige Nova. Also er gibt uns ja wirklich dreckig, da kann man nichts anderes sagen. Ja, schade. Wir hauen ihn ein bisschen weg. Wir haben noch ein bisschen Schaden drauf. Und bekommen jetzt auch noch was Schönes. So. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Ein Messerjongleur. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Zwei Messerjongleure. Nicht. Komm, gib drum. Na gut, er hat seine Schuldigkeit getan, das ist schön. Ja. Und wir können das gleiche Spiel nochmal machen. Einmal die heilige Nova. Und er gibt auf. Wir haben seine ganzen miesen kleinen Rushy-Strategien offenbar durch unser nerviges, wir nehmen sie ihm weg. Er lag doch eigentlich noch vorne, aber ihm ging jetzt wahrscheinlich die Strategie aus. Und er hat immer noch gesehen, wie wir ihm seine Sachen weggenommen haben. Okay, also auch mit dieser Strategie kann man wohl offenbar gewinnen. War mir jetzt auch neu, aber ich danke trotzdem dem guten Pitch Gamber. Wie spricht man den aus? Pay Gamber? Ja, keine Ahnung. P-E-J Gamber. Wahrscheinlich irgendwie so. Danke ich vielmals für das nette Spiel. Ja, jetzt wäre eigentlich erst meine richtigen Karten gekommen. Ich hätte jetzt eine Lichtbrut spielen können. Ich hätte die dann verdoppeln können. Aber ja. Er hat mir richtig schön viele Karten gegeben, dadurch, dass, ja, mit seinem Messerjongleur, der immer wieder auf die Karten, aber er hätte nicht extra aufgeben müssen, also, ich weiß nicht, welche Karten er noch im Deck hat, aber haben wir das ihm so madig jetzt gemacht?
Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr Empfehlungen habt, was man an dem Deck noch verbessern könnt, schreibt dies bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zur nächsten Runde. Und bis dann. Ciao, ciao.